Aufstehen! Martin, aufstehen! Schon wieder du? Ja, du bist spät dran. Was? Hast du mal auf die Uhr geschaut? Ja. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich habe schon alles aufgebaut. Jetzt aber schnell. Hab schon längst alles vorbereitet. Was hältst du davon? Was genau soll das sein? Nun, die Weihnachtszeit ist die Zeit der Kerzen, des Adventskranzes, der Sinnlichkeit. Doch nach meinem letzten Besuch und der neuesten Bewertung auf Wichtelino war ich gezwungen umzuplanen, da ja weder tanzende Plätzchen noch einfache Kerzen ausreichen. Aber ich habe dir doch 4,5 von 5 Wichtelmützen auf Wichtelino gegeben. Du erkennst es also selber, nur 4,5 von 5. Aber es ist Weihnachten. Ich habe also versucht, die phänomenalen Plätzchen noch einmal zu übertreffen. Einfache Kerzen kann ja jeder. Das hier ist ein Flammenrohr. Ein Flammenrohr? Willst du etwa das ganze Rohr anzünden? Was sagt denn der Weihnachtsmann dazu? Habt ihr keine Brandschutzverordnung? Ach, mit dem zuständigen Wichtel habe ich schon gesprochen. Ihm liegt der Bericht über zwei, drei Kerzen vor. Keine Sorge. Ah, okay. 2 bis 3 Kerzen. Nun, du glaubst, tanzender Plätzchenteig ist phänomenal. Ich bin Wichtel Nummer 2 und 22. Sieh zu. Zunächst die weihnachtliche Atmosphäre. Als nächstes Musik. Tanzende Flammen? Wie funktioniert das denn? Nun, durch den Lautsprecher hier an der Seite vom Flammenrohr erzeugen wir Schall. Und dieser Schall führt innerhalb des Flammenrohrs zum Druckunterschied im Gas. Und durch die verschiedenen Drücke schlagen unsere Flammen dann unterschiedlich hoch. Ich kann dir das einmal an einem Sinuston verdeutlichen. Mit dem Sinuston haben wir jetzt eine stehende Welle innerhalb des Rohrs erzeugt. Und durch die unterschiedlichen Drücke ist gerade da, wo eine Höhe im Sinuston ist, unsere Flamme höher und da, wo eine Tiefe im Sinuston ist, unsere Flamme tiefer. Ah, da lohnt es sich ja fast schon, früh und lautstark geweckt zu werden. Aber nur fast. Wenn das keine 5 Wichtelmützen sind. Ja, ich schau mal, was sich da machen lässt, bevor du nächstes Jahr mit einer ganzen Saturn 5 kommst. Eine Saturn 5. Eine geniale Idee. Ich werde gleich mit der Planung beginnen. Viel Erfolg. Nächstes Jahr stelle ich mir auch ganz sicher einen Wecker.